Gesunde Kälber und großes Engagement. Mit dem Preis der Tiergesundheit 2019 prämiert MSD Tiergesundheit Betriebe, die besondere Vorsorgekonzepte und Maßnahmen zur Kälbergesundheit eingeführt haben. Das zeigt, dass Wirtschaftlichkeit und Tierwohl in der Landwirtschaft Hand in Hand gehen können. Die besten 5 von insgesamt 55 Bewerbern wurden im September in Berlin von einer unabhängigen Expertenjury ausgezeichnet. Platz 3 geht an Christine Löb aus Reupelsdorf in Bayern. Sie leitet in 5. Generation einen Milchviehbetrieb mit 100 Kühen und eigener Nachzucht. Auf ihrem Betrieb beginnt Kälbergesundheit bereits bei den Trockenstehern. Mit großer Leidenschaft hat sie dafür extra einen eigenen Wellnessstall gebaut. Maßnahmen wie große Kälberboxen, die Kombination aus Homöopathie und konventioneller Medizin, eine regelmäßige Tränkeeimerreinigung und zahlreiche weitere Bausteine tragen zum Tierwohl in ihrem Betrieb bei. Ich arbeite ja wirklich mit den Händen und ich sehe auch, was dabei rauskommt. Und wenn man dann gesunde Kälber und gesunde Kühe zu Hause hat, die fröhlich oder freudig in ihrer Box rumhüpfen, da freut man sich mit und dann ist alles gut. Der 2. Platz geht nach Schleswig-Holstein. Konstanze Rover ist im Familienbetrieb für die Kälber zuständig. Sie betrachtet ihre Kälberhaltung als 5-Sterne-Wellness-Paket. Neben der optimalen Fütterung und Gesundheitsversorgung, zum Beispiel durch eine eigene Frühchenstation, legt sie besonderen Wert auf Kommunikation, Dokumentation und Weiterbildung. Auch in Zukunft sieht sie den Erfolg ihres Betriebs eng mit weiteren Fortbildungen und dem Austausch mit anderen Landwirten verbunden. Es sind weitere Mitstreiter und man müsste in einem, das, was ja ansteht, in einem Treffen, in einem anderen Rahmen, dann mal in Ruhe dann sich das angucken und sich miteinander unterhalten. Haltungsbedingungen und Erfolg hängen immer von der Einstellung der Verantwortlichen ab. Einen entscheidenden Beitrag leistet auch der betreuende Hoftierarzt. Die Hauptverantwortung liegt natürlich bei Frau Rover, die sich so engagiert da. Und ich konnte ihr sicherlich den einen oder anderen Tipp auch noch mal geben und war begeistert darüber, wie schnell und gut sie das dann diese Anstöße umsetzen konnte. Den Grundstein für den Erfolg bildet stets eine Kombination aus innovativen Managementmaßnahmen, tiergerechten Haltungsbedingungen und vorausschauenden Impfkonzepten. Landwirtschaft ist immer Teamarbeit. Natürlich ist mir wichtig, dass hier eine Zusammenarbeit vom Landwirt, vom Betriebsleiter und dem Tierarzt da ist, dem Hoftierarzt, um hier sowohl die Tiergesundheit zu pflegen, als auch dem Management maximal zu helfen. Wie erfolgreich Vorsorgekonzepte ineinandergreifen, beweist auch der Gewinner. Jan Köhler von Luchbergmilch aus Sachsen hat das System der Erstkolostrumversorgung perfektioniert. Bereits in der ersten halben Stunde ihres Lebens erhalten Kälber ein Maximum an Erstkolostrum. Eine bessere Versicherung für gute Gesundheit gibt es für Kälber nicht. Die anschließende Adlibidum-Tränke und beste Haltungsbedingungen sichern traumhafte Zunahmen. Und der Betrieb möchte auch in Zukunft neue Verbesserungen umsetzen. Das wurde ja heute auch sehr deutlich, dass alle einfach das Interesse haben, weiter in die Tiergesundheit zu investieren und alle sehr viel Interesse haben, mit den anderen Betrieben in Erfahrungsaustausch zu kommen. Und ich denke, genau aus diesem Grund sind wir natürlich froh, dass wir einen ersten Platz gemacht haben. Aber viel Mehrwert wird auch einfach dieser Erfahrungsaustausch sein und diese Übernahme von Sachen, die bei anderen Betrieben funktioniert haben. Und genau, ich denke, das bringt uns alle weiter. Initiative, innovative Maßnahmen und vor allem viel Herzblut, das zeichnet alle teilnehmenden Betriebe aus. Am besten hat mir das Engagement der Betriebe gefallen, weil sie unheimlich mit vieler Leidenschaft an ihre Arbeit herangehen und weil sie Konzepte suchen, wie es ihren Tieren besser geht und das wirtschaftlich und das Tierwohl miteinander kombinieren. Das hohe Niveau, auf dem sich alle Betriebe tagtäglich für die Gesundheit ihrer Kälber einsetzen, wird durch einen entscheidenden Erfolgsfaktor bestimmt. Das hat der Preis der Tiergesundheit eindeutig klargestellt. Es kommt nicht auf die Betriebsgröße an, es kommt nicht auf die Lage an, auch nicht auf das Zertifikat Bio oder konventionelle Landwirtschaft. Es spielt keine Rolle, ob ein Betrieb 100 oder 1200 Kühe hat. Alles, worauf es ankommt, ist einzig und allein die Haltung, der Einsatz, die Veränderungsbereitschaft und der Wille des Teams.
Und so soll der Preis der Tiergesundheit auch in Zukunft für regen Austausch unter Landwirtinnen und Landwirten sorgen. Gemeinsam für das Wohl unserer Tiere.